Herzlich willkommen zurück. Vierte Etappe, Paris-Nizza von Nevers nach Belleville. Heute, ihr seht, sehr, sehr hügelig gegen Ende. Und der ProCycling-Manager selbst hat als Favoriten heute die Hügelfahrer genannt. Also unter anderem Kwiatkowski oder Joaquin Rodriguez oder wer hier noch so alles mit dabei ist. Wir werden die Namen später eh sehen. Da brauchen wir da jetzt gar nicht großartig drauf eingehen. So, Jay Thompson, der muss gerade mal nach vorne fahren. Wo ist er denn eigentlich? Da rechts wahrscheinlich, ne? Ja, dann werden wir heute wahrscheinlich diesen Zug auch wieder verpassen. Cataldo greift heute an. Alter Schwede, was macht der denn da vorne? Ja, das Tempo ist sehr, sehr hoch. Und Gerald Ciolek, ja, wir müssen heute mal gucken, wie es aussieht. Gerald Ciolek wird wahrscheinlich im Finale ein bisschen überfordert sein, weil das schon ein bisschen arg hart ist. Greift er gerade Bradley Wiggins an oder probiert's? Das wäre ziemlich krass. Also, ja, tatsächlich, Bradley Wiggins versucht nur die Ausraster einzuholen, so wie es aussieht. Jay Thompson, es wäre super, wenn du dich jetzt mal bequem könntest, nach vorne zu fahren. Denn wir brauchen dich da vorne. Wiggins greift an, der meint das sehr ernst. Also heute ist die Frage, auf wen setzen wir? Ciolek oder Mantius? Ich kann mir vorstellen, dass heute beide ganz gute Chancen haben. Ja, und Jay Thompson, das war's wohl. Das Feld fährt nicht mehr hinterher. Damit werden wir die Ausreißer wohl nicht mehr einholen. Lemoine, Reynans und Gorka Isagire sind es, die drei, die heute also davonfahren. Die Mannschaft Garmin macht das Tempo. Wen haben die dabei? Dan Martin natürlich, auch einer, der im Hügel extrem stark ist. Und Ona Jeudeser wird das Tempo machen für Carlos Alberto Betancourt, den Kolumbianer, der ja bereits schon auf einigen Flachetappen unter die ersten 10 gefahren ist. Also er scheint gut in Form zu sein, scheint sich stark zu fühlen. Und wie gesagt, heute ist die Frage, setzen wir auf Mantius oder auf Ciolek? Ich würde fast schon sagen, es würde mehr Sinn machen, heute mal auf Luis Mantius zu setzen. Denn das Ende ist wirklich sehr stark und sehr schwer. Und Gerald Ciolek, ja, wäre dieser zweite Kategorieberg nicht, würde ich sagen, okay, kann er schaffen. Aber das ist einfach so steil, dass ich glaube, er wird damit Probleme bekommen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Jetzt erstmal das Ganze hier durchsimulieren. Wer ist denn der Bestplatzierte in der Spitzengruppe? Wir gucken gerade mal. Ja gut, das ist sehr lustig. Denn die haben alle 13 Sekunden Abstand. Bestplatzierter ist aber tatsächlich hier Vejans aus der Lotto Basel-Mannschaft. Er ist 79. in der Gesamtwertung mit 13 Sekunden Rückstand. Genauso wie die anderen zwei. Also die Rückstände, die Abstände sind noch sehr gering. Das kann sich aber nach der heutigen Etappe natürlich schlagartig ändern. Denn heute geht es schon mal ziemlich bergauf und das Rennen wird sehr, sehr schnell werden. Weil sich natürlich alle Favoriten bereits was ausrechnen heute. Und schon mal beim ersten großen Leistungscheck sozusagen hier zeigen wollen, dass sie dabei sind. Und natürlich auch keine Zeit verlieren wollen, wenn hier jemand angreift. Und Angriffe, die wird es auf jeden Fall geben. Also, da können wir uns jetzt schon sicher sein, Angriffe wird es geben. Auf der heutigen Etappe. So, die 100-Kilometer-Marke ist geknackt. Also, es sind jetzt weniger als 100 Kilometer bis ins Ziel. Wir simulieren das Ganze mal so ein bisschen durch. Es ist jetzt hier nicht so wichtig gerade, was hier alles so passiert. Auch die Teamwertung wird sich heute verändern, wo sie gerade oben rechts angezeigt wird. Also Lampre ist noch vorne, aber ich denke, es wird nicht so bleiben. So, jetzt gibt es die erste Bergwertung. Die gewann Vejans vor Lemoine und Isagire. Damit also die ersten Punkte für den Belgier aus der Lotto Belisol-Mannschaft. Und damit zieht er gleich mit Florian Vachon. Und das bedeutet natürlich auch, dass er wahrscheinlich das Bergtrikot heute übernehmen wird oder zumindest übernehmen kann. Denn es gibt ja noch einige Punkte.
Und solange die da vorne rumfahren, sieht das zumindest so aus, als wären sie in der Lage, heute noch ein paar Punkte mitzunehmen. Auf jeden Fall. So, wir schicken Mantis und Geolek schon mal mit nach vorne. Wobei ich sagen muss, dass die Tagesform von Geolek einiges besser ist heute als die von Mantis. Mantis ist auch jetzt schon ziemlich angeschlagen. Wir müssen mal gucken. Der nächste Anstieg kommt ja gleich. Ich würde gerne mit Mantis angreifen, ehrlich gesagt. Weil, ich weiß nicht, wir fahren immer so mega defensiv, weil wir immer auf Geolek setzen. Aber ich würde mal gerne wieder einfach offensiv fahren. Befreit von allem, einfach mal angreifen. Einfach mal sehen, was passiert. Ich meine, Geolek ist im Feld. Geolek wird nichts passieren. Solange der hier im Feld mitfährt, ist ja alles easy bei ihm. So, wer passt eigentlich auf ihn auf? Grimm, ey. Der kann jetzt auch mal ganz, ganz easy machen. Muss hier nicht Vollgas fahren, aber das Feld fährt gerade ziemlich schnell, muss man sagen. Das muss man ja mal echt sagen. Also das Feld legt gerade richtig los. Die Ausreißer auch so gut wie eingeholt. Noch ein paar Sekunden Vorsprung für Vejans und Lemoine. Damit ist natürlich auch die Chance hier auf die Bergpunkte für Vejans auf einmal ganz, ganz gering. Und Luis Mantis, ey, tut das hier so weh. Weil das Tempo aber auch so unnormal hoch ist. Die beiden Ausreißer sind jetzt eingeholt. Geolek ist ein bisschen weiter hinten im Vergleich zu Mantis. Nehmen wir jetzt schon mal. Boah, es tut gerade so weh für Mantis. Man sieht das, wie da seine Balken einfach schwinden. Aber ich versuche es jetzt einfach mal trotzdem. Oder nee, das ist doof. Komm, wir chillen. Das macht keinen Sinn, jetzt hier um jeden Preis zu attackieren. Am Ende ist Mantis dann platt, verliert heute richtig viel Zeit. Und wir sind die Gearschen, weil wir unbedingt attackieren müssen. Anthony Gasselin oder Gasselin sieht das hier ganz anders. Der greift jetzt an. Vielleicht will er nur die Bergpunkte. Vielleicht will er aber auch mehr. So wie es aussieht, will er mehr. Das war eine Attacke für den Tagessieg auf jeden Fall. So, Geolek ist hier vorne auf jeden Fall noch mit dabei. Gasselin jetzt, der alleinige Ausreißer vorne. Ein Hügel kommt jetzt gleich noch. Der dritten Kategorie. Bei dem wir natürlich versuchen werden, hier alle Mann mit rüber zu bekommen. Zumindest Mantis und Geolek jedenfalls. Das wäre ja schon mal viel wert. Ich glaube kaum, dass Aaron Brown die Getränke holen kann für das ganze Team, ehrlich gesagt. Oh, der Hügel ist aber recht moderat. Also im Vergleich zu dem davor ist das hier gar nichts. Einiges kürzer. Und hier passiert auch überhaupt nichts. Gasselin holt sich auch die Punkte und ist damit Führender jetzt in der Bergwertung. Also eine clevere Attacke von Anthony Gasselin, wenn er das denn vorhatte, hier die Bergpunkte einzuheimsen. So, ein Anstieg kommt noch. Jetzt geht's bergab. Dann gibt es noch eine einzige Steigung. Aber eben der zweiten Kategorie. Und da wird sich das Rennen dann wohl entscheiden. Da wird sich das Rennen wohl entscheiden, so wie es aussieht. So, Aaron Brown. Ja, sieht gut aus. Er könnte die Flaschen tatsächlich noch an den Mann bringen. Sehr, sehr gut. Und hier vorne gibt es Attacken. Was ist denn hier los? Geht wohl um die Bergwertung bei diesen Angriffen. So, wo sind eigentlich Cavendish und so? Ja, die sind schon vorne mit dabei. Wollen wahrscheinlich gleich um den Zwischensprint mitsprinten. Ne? 3 Punkte gibt es dort für den ersten. Das wird natürlich dann nichts für Cavendish. Degenkolb auch mit vorne. Wir sind zwar auch vorne mit dabei, aber uns interessiert dieser Zwischensprint nicht. Wir versuchen heute die Etappe zu gewinnen. Gasselin immer noch vorne, dahinter Dumoulin. Dann Florian Vichon, Pirazzi, Feline, Clark. Haben wir da auch mit dabei. Dann Gasparotto ein bisschen dahinter. Okay. Und Brown schafft es leider nicht ganz, die Flaschen zu holen. Zumindest nicht für alle. Also, die letzten 20 Kilometer müssen Geolek, Mantis und Tevelde unter anderem mit einer Flasche auskommen. Geht aber auch.
So, Simon Clark jetzt vorne, der australische Meister. Es sind nur 7 Kilometer. Nur 5 bis zu diesem Anstieg der zweiten Kategorie und ich glaube, wir fahren auch gleich schon rein. Ne, das hier ist er noch nicht. Aber es sind erste Vorboten davon. Mannschaft Saxo Bank macht jetzt das Tempo, also Alberto Contador scheint heute auch viel vorzuhaben. So, und jetzt geht's hier hoch. Jetzt geht's hier hoch. Giolek muss jetzt mit dabei bleiben. 2 Kilometer sind's noch. Oh, jetzt wird's. Jetzt kommt dieses steile Stück. Jetzt kommt dieses fiese, steile Stück. Und das tut richtig weh. Niklas Roach probiert. Niklas Roach greift hier an. Wahnsinn. Boah, und jetzt wird es richtig steil. 12, 15, 16, 17% Steigung zum Teil. Also eine richtig fiese Rampe hier. Und jetzt Cadel Evans, Martin. Wo ist Contador? Es wundert mich, dass Contador nichts macht. Also Cadel Evans galt wohl diese Tempoverschärfung. Er hat angegriffen. Okay. Giolek ist gut mit drüber gekommen. Mantius, boah, unter Einsatz der letzten Kräfte ist er auch mit drüber gekommen. Gut würde ich das nicht nennen, aber er ist mit drüber gekommen. Leider sind auch viele, viele Sprinter mit drüber gekommen. Buani sogar, der am Hügel ja jetzt nicht so talentiert ist. Ah, 71 hat er doch auch. Also, ja, Giolek, das war jetzt natürlich doof mit dem Gel. Eigentlich wollte ich hier angreifen. Wer ist denn vorne? Immer noch Simon Clark. Es sieht so aus, als würde er es auch machen. Niklas Roach könnte ihn nochmal abfangen. Feline, Martin dann. Costa und dann Gerald Giolek. Jetzt gleich der Sprint. Aus dem Feld heraus. Da geht es natürlich auch nochmal um Punkte. Im Kampf um die Sprintwertung. Clark behält den Vorsprung von Niklas Roach, auch wenn es nochmal knapp wurde. Dann Feline, könnte noch Dritter werden. Und dann Carlos Alberto Betancourt. Mal schauen, was hier aus dem Sprint heraus noch passiert. Giolek, ja, macht heute einen guten Eindruck, muss man sagen. Aber kann diesen Sprint, also kann die Etappe nicht gewinnen. Den Sprint des Hauptfeldes gewinnt er aber. Wird Vierter. Also, eine gute Retourkutsche gegen die Konkurrenz der Sprinter. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, ein reinrassiger Sprinter ist er nicht. Muss man, also zumindest nicht auf dem Niveau. Simon, Siegerehrung, scheiße. Die Siegerehrung habe ich leider jetzt verpatzt, tut mir leid. Simon Clark gewinnt die 4. Etappe vor Niklas Roach, Fabio Feline, Gerald Giolek, dann Carlos Alberto Betancourt, Rui Costa, John Degenkolb, Wouter Poels, Viviani und Rölands. Damit haben wir in der Gesamtwertung Simon Clark jetzt im gelben Trikot. Gefolgt von Niklas Roach, dann Mark Cavendish, Degenkolb, Vachon, Feline, Buani, Nizzolo, Giolek und Buani. In der Sprintwertung zunächst mal. Führt jetzt John Degenkolb vor Mark Cavendish und Marcel Kittel. Vierter ist Gerard Giolek, gefolgt von Buani. Also das wird nochmal ziemlich eng, glaube ich. In der Bergwertung ist nun Anthony Gislin erster vor Clark und Feline. Dann war Show, Mersman, Vejans, Roach, Kolobniev und Danielson. Wie komme ich jetzt auf Danielson? Jay Thompson natürlich. In der Nachwuchswertung führt Fabio Feline jetzt vor Nasser Buani und Brian Kukar. Dann Kwiatkowski und Aru. Mantis rückt vor auf Rang 9. Und in der Teamwertung führt Ajou Desert vor Omega Pharma Quickstep und Lotto Belisol. So, wo sind wir denn in der Gesamtwertung? Giolek 9. Mantius verliert tatsächlich nochmal ein bisschen Zeit. Mantius schafft es nicht in der ersten Gruppe zu bleiben. Verliert 2 Minuten 43 auf Simon Clark und hat damit 2 Minuten 50 Rückstand auf ihn. Au. Das war heute nicht der Tag von Luis Mantius. Also man hat es ja gesehen, schon nach dem Hügel der zweiten Kategorie war er platt.
das war heute einfach nicht der Tag von Luis Méndez, muss man ganz klar sagen. Die nächste Etappe wird ein wenig einfacher. Sie als flache Etappe zu bezeichnen, so wie es der Pro-Cycling-Manager macht, würde ich jetzt aber nicht tun. Na gut, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, dann wahrscheinlich mit Tirreno Adriatico. Danke fürs Zuschauen, bis dann.